Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben das Glücksevent gerade hier in SF Game. Und ja, sieht man anhand der Taverne, wie toll sie geschmückt ist hier in der 2.0 Flash-Version. Und ja, das ist auch nicht alles. Wir haben wieder einiges an Wirbelwind-Etagen geschafft. Bei 980 sind wir jetzt momentan. Und da steht uns hier die Hydra im Wege. Ja, die habe ich jetzt noch nicht versucht. Die werden wir jetzt gleich mal angreifen. Aber natürlich möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich habe natürlich hier ein paar Kämpfe bestritten. Die möchte ich euch nochmal ganz schnell zeigen. Weil die meisten davon sind ja denn doch eher so, ja, dass sie relativ knapp waren und eigentlich alles geschmiert laufen muss, damit ich ja, diese Gegner besiege. Und deswegen zeige ich die euch einfach mal. Und in der Zeit, wo die Kämpfe hier durchlaufen, ja, möchte ich nochmal einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache nochmal loswerden. Ich kriege öfter nochmal Nachrichten irgendwie, dass, ja, wenn ich mal streame auf YouTube, dass dann Leute irgendwie, keine Ahnung, später das mitkriegen oder die Benachrichtigung irgendwie 10 Minuten später oder teilweise gar nicht erst mitkriegen oder ein, zwei Tage danach erst. Und da wollte ich nochmal auf meinen eigenen Discord hinweisen. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne raufjoinen. Ich habe einen privaten Discord, bin ja auch bei Terra im Discord, da gebe ich das ja auch immer preis. Falls ihr da seid, dann kriegt ihr das vielleicht auch mit. Aber ja, ich habe einen eigenen Discord, wo ich eigentlich die Streams immer vorher ankündige. Meistens immer vorher oder halt gerade, wenn ich jetzt genau live gegangen bin, dann informiere ich euch darüber auch immer per Discord-Message und wenn ein neues Video kam oder irgendwelche anderen News oder und so weiter und so fort, da könnt ihr gerne nochmal vorbeischneien, ja. So viel jetzt erstmal zur ja, Eigenwerbung und ja, da sind wir auch schon fast durch hier mit den Etagen hier im Wirbelwindsturm. Dann kann ich die Kämpfe nämlich hier wieder rauslöschen, so, und wir nähern uns langsam den letzten, ja, Etagen hier in Wirbelwindsturm. Das ist auch übrigens nicht das Einzige, was wir heute begutachten, was hier den Sturm angeht. Denn auf W27 sind wir ganz schön behind, was den Sturm angeht. Und ich glaube und ich hoffe zumindest, dass wir da vielleicht sogar ein paar Free Tries rauskriegen. Ja, da müssen wir mal schauen. Aber jetzt greifen wir erstmal die Hydra an. Mal gucken, wie stark das Viech ist hier. Ja, wenn wir so kritten, ist das natürlich nicht... jetzt nochmal einen richtig schönen, saftigen. Ah, hätte er jetzt normalen Hit rausgehauen, dann hätte ich die wahrscheinlich besiegt, die Hydra, im First Try. Aber so müssen wir jetzt erstmal warten. Ja, ansonsten meine Wirbelwindsturm-Taktik und wie ich das Ganze beenden werde, habe ich euch ja schon kundgetan, dass ich die letzten 10 Etagen versuche zu pilzen. Das wird ziemlich ehrenlos werden, glaube ich, weil die nämlich verdammt stark sind und da in den letzten 10 Etagen, glaube ich, 6 Krieger oder so dabei sind. Ich habe jetzt schon Angst davor, aber das wird ein heftiges Video, glaube ich, werden. Ja, hier ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich nehme hier mal die mit ein bisschen mehr EP. Ansonsten nehme ich immer die kleinste Quest am Goldwochenende, weil einfach bei jeder 2 Minuten 30 Quest eigentlich schon hier das 10 Millionen Cap erreicht ist. Aber ja, da nehme ich dann doch lieber nochmal ein bisschen die EP mit für die paar mehr ja, Alu-Punkte. Ja, wir haben hier nur Waffen am Start und ganz, ganz viele Sachen, die hier 10 Millionen Gold wert sind. Aber leider nichts für die Hexe dabei. Waffen, ja, kann ich auch nicht zerlegen, weil ich nur noch einen Gegenstand heute zerlegen darf. Ja, ziemlich blockiert hier auf der Ebene. 195. Da setzen wir mal 9 Stück ein hier. So, und dann schauen wir nämlich gleich mal auf W27 rüber. Denn hier habe ich, glaube ich, soweit alles erledigt heute. Ich bin hier schon ein bisschen am Spielen. Wir können mal gucken... Schaffen wir 463? Könnte, mal gucken, wie wir in der Zeitmaschine haben. 360, das könnte was werden. Ich könnte auch einfach auf Überspringen klicken, aber nö. Mache ich einfach mal nicht. So. 200 Alu. Oh ja, das schaffen wir. Das schaffen wir sogar noch das Level up heute hier. Siehst du, haben wir das auch noch erledigt. Und... Hier, die nehmen wir auch nochmal mit, die paar. Und dann haben wir direkt ein Level-Up hier im Video. Das ist natürlich sehr cool, das ist sehr nice. Dann leveln wir davon mal direkt mal die Begleiter. Und natürlich ist gefährlich, wir müssen auf unser, hier, auf das Cap achten. Wenn man die ja, Zeitmaschine volllaufen lässt, plus
noch Gold-Event gleichzeitig ist, kann das relativ leicht passieren. Ja, nicht, dass mir das schon mal passiert wäre oder so. Ja, dass man über sein Gold-Limit rüberkommt. Und ja, da versuche ich jetzt diesen Fehler ja, zu vermeiden. Gut, wir gucken mal rüber auf W27. Wir sind jetzt hier auf den Battle-Mage. Und da schauen wir mal gleich in den Wirbelwind, was denn da so geht, ja? Meine Waffe könnten wir ein bisschen, ja, ich müsste blättern, um eine bessere Waffe zu bekommen. Wäre vielleicht sogar relativ wichtig, wenn ich hier jetzt einfach so mal durch, ja, rushen will. Aber wir versuchen erstmal mit der Waffe, die ich jetzt hier habe, mal gucken, wie weit wir kommen hier im Wirbelwindsturm. Und ja, wie viele Etagen ich hier gelegt bekomme, ohne einen Pilz zu bezahlen. Ja, das würde mich mal interessieren. Das könnte jetzt... Na, wir haben immer noch einen hier. Einen offen. So, mal schauen. Ich glaube irgendwie, wie viel davon haben? 10% oder so? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. 10% darf man, glaube ich, an Schaden erleiden, oder? Könnte sein, dass es, glaube ich, im Wirbelwind irgendwo steht. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich weiß es jetzt nicht. Ist auch egal. Wird bestimmt jemand von euch wissen und es mir netterweise in die Kommentare schreiben. So, und das sieht ja hier ganz gut aus. Wir brauchen hier noch keine Pilze bezahlen, nichts weiteres. Amulette können wir hier. Amulette haben wir leider nicht. Ein bisschen was zerlegen können wir hier dafür. Das gibt ein paar Kristalle, das ist ganz gut. Ja, Waffe hier war jetzt vielleicht nicht so der schlauste Move. Aber egal. Gut. So. Kostet noch keine Pilze das Ganze hier. Deswegen können wir hier noch ein bisschen weiter... uns durch rangieren. Habe ich mir extra aufgehoben für das Video hier. Ja. Allerdings war es mehr unbeabsichtigt, sag ich mal, dass ich das jetzt vergesse. Und irgendwann, na, das kostet ein Pilz schon, ne? Irgendwann, ja, keine Ahnung. Habe ich das dann halt gesehen, irgendwie, vor 2, 3 Tagen und da habe ich mir gedacht, ach, da kannst du ja eigentlich mit ein paar Etagen hier durchballern und mal gucken, wie weit du kommst, ohne dass du hier Pilze bezahlen musst. Wie gesagt, ich bin ja hier auf dem Server auch mehr, ja, naja, nicht Free-to-Play, will ich nicht sagen, aber halt auf 300 Alu-Basis unterwegs und halt das Nötigste, was man so macht, ne? Ja, ansonsten habe ich bei, wo war es hier, bei Schatten, habe ich hier Fäusten gelegt, ja, mit Ninja. Ninja Nunja können wir jetzt hier füttern, das heißt, wir, ja, brauchen nicht mehr ganz so viele Brombeeren uns hier aufsparen. Finde ich ganz gut. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Licht, ja, dass wir hier mit Bofuchs auf Kölig weiterkommen. Und bei Wasser müssen wir noch mit Fluor dann den Hydrospiel müssen wir dann noch besiegen. Das ist so das Einzige, was noch fehlt. Und dann können wir nämlich uns hier schon durchfüttern bei hier. Hier können wir schon mal ein bisschen anfangen, da können wir ihn hier schon ein bisschen hoch füttern, das ist ganz nice, weil der ja sowieso bald auf 100 ist und deswegen, ja, den finde ich sowieso erstmal in nächster Zeit noch nicht, Triceravor, denn dafür braucht man die Mine auf Stufe 20 und das werde ich mir jetzt noch nicht antun. Gut, ansonsten in der Unterwelt sieht es hier auf dem Server auch ganz gut aus, Gladiator bauen wir jetzt auf 14 auf, damit das mit den Pets nochmal ein bisschen leichter wird. Hier können wir nochmal die Alu mitnehmen, das ist nicht verkehrt. Und nochmal einen kleinen Angriff starten hier. So, wie sieht es bei den Begleitern aus? Die haben alle das Maximum. Das heißt, wir können hier auch ein bisschen Gold reinskillen. So, brauche immer noch Amulette. Haben kein einziges Amulett gefunden. Das ist gut. Das ist, ja, sehr nice. So, wie sieht es toilettenmäßig aus? Haben wir schon. Die Toilette haben wir gefüttert. Hier, komm, hau weg den Scheiß. Das braucht hier kein Mensch hier, das ganze Zeug. Nimmt nur Platz im Inventar weg. Weg damit. So. Ja, dann können wir nochmal Glücksrad drehen und dann sind wir hier auch schon so gut wie durch auf dem Server. Zack. So. Nochmal was bekommen, ja, eine Waffe hier. Ah, das bringt nochmal gut Edelsteine und ja, du kommst weg. Gut, können wir dann gleich nochmal ein bisschen skillen hier, weil wir es halt können, ne? Und dann sind wir hier soweit auch durch auf dem Server. Ja, ich habe jetzt angefangen, meine Schützengilde und Magierturm zu bauen, damit ich die Schmiede ein bisschen hochziehe, damit ich ein paar bessere Soldaten bekomme, weil ich da relativ, ja, weil ich da nicht sehr weit komme gegen die meisten Gegner hier, weil die schon gut ihre Verteidigung ausgebaut haben und auch halt ihre Mauern und sowas, ihre Befestigungen da auch nicht wirklich Durchschlagskraft habe, ja. Gut, wir sind nochmal auf Welt 31 hier. Könnte ich auch nochmal einen Angriff machen.
In der Ehrenhalle sieht es ganz gut aus. Wir ja, steigen langsam in der Ehrenhalle ein bisschen weiter nach oben. Wir haben uns jetzt zu den Leuten, die hier, also die drei, die immer sehr nah zusammen waren. Mit mir waren es halt vier gewesen. Wir vier waren halt wirklich sehr nah zusammen und jetzt habe ich mich da so ein bisschen abgesetzt in der Ehrenhalle und bin jetzt dabei, hier unseren Gildenleiter so ein bisschen einzuholen vom Level her. Ich weiß gar nicht, na, auch relativ, ja, auch wahrscheinlich mehr so auf Chill-Basis unterwegs hier auf dem Server. Da würde auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich mehr gehen, auf jeden Fall, aber ja. Jeder so, wie er möchte, ne? Gut, und danach kommen ein paar von uns hier, von Flames of Destiny. Das heißt, wir können hier erst wieder den Resolution angreifen. Kellergeist können wir abfarmen. Aber die sind ja noch sehr, sehr weit, oder sehr, sehr weiter als wir in der Ehre. Deswegen können wir uns da ein bisschen dran hochziehen. Und danach kommt dann der Torgeson. Ja, der ist dann das nächste Opfer, wo wir uns dann ein bisschen weiter dran hochziehen und so weiter und so fort. Und dann bahnen wir uns den Weg nach oben, ja. Ich bin gespannt, wie weit das Ganze noch gehen wird hier auf dem Server. Und die Quests sind hier echt grandios, ey. Oh, holy shit. Was soll das denn? Ja. Ja, bin echt mal gespannt, wie weit wir uns noch vorankämpfen können hier in der Ehrenhalle. Wie weit wir noch vom Level her aufsteigen werden. Also, ja. Ich hatte ja gesagt, Level 500 sollte eigentlich dieses Jahr drin sein. Ich hoffe, das wird auch was werden. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich soweit raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.